Herzlich willkommen in unserem Klimaversum. Ich heiße Donna Capriola. Und ich bin Fritz Meteo. Hey, Fritz und Donna klingt ja wie Blitz und Donner. Ja, das stimmt. Wir haben jeden Winkel der Erde besucht, um herauszufinden, was es mit dem Klima auf sich hat und haben alles ins Klimaversum gebracht. Das Thema Klima interessiert viele Menschen, auch sehr viele Kinder. Das wissen wir, weil wir sehr viele Briefe von Kindern erhalten. Moment, hier ist ein Beispiel. Anna hat uns geschrieben, letztes Jahr im März lag noch Schnee und den ganzen letzten Sommer lang hat es geregnet und geregnet und geregnet. Aber in den Nachrichten hört man dauernd von der Klimaerwärmung. Wie passt denn das zusammen? Wie soll man das verstehen können? Ach, da verwechselt Anna etwas. Das Wetter hat nichts mit dem Klima zu tun. Es stimmt, dass das Wetter oft verrückt spielt und sich schnell ändern kann. Das Klima ist aber ein ganz langer Zustand, der möglichst gleich bleiben sollte. Passt auf! Auf den Bergen können die Menschen noch den Schnee im Sonnenschein genießen, während im Tal die Kinder schon in kurzen Hosen herumlaufen. Zur gleichen Zeit kann es nicht weit entfernt sehr stark regnen oder sich gar ein Gewitter mit Hagel, Blitz und Donner bilden. Nicht einmal einen Tag später kann alles anders aussehen und die Menschen müssen Regenschirm gegen Sonnenbrille tauschen. Das Wetter, das gibt es nur an einem ganz bestimmten Ort über kurze Zeit. Temperatur, Wind, Sonnenschein, Wolkenregen und Luftdruck sind Beschreibungen des Wetters, das sich in der Atmosphäre schnell ändern kann. Atmosphäre ist ein schrecklich kompliziertes Wort. Stimmt, die Atmosphäre ist die Lufthülle, die die Erde umgibt. In ihr findet das Wettergeschehen statt. Durch die Veränderung der Atmosphäre kann es auf der Erde sowohl wärmer als auch kälter werden. Zurzeit erwärmt sich die Erde immer mehr. Das Wetter ist also das, was sich schnell ändert und an jedem Ort unterschiedlich ist. Aber das Klima ist ein sehr, sehr langer Zustand der Atmosphäre. Ja, man muss mindestens 30 Jahre lang alle Durchschnittswerte des Wetters zusammenrechnen. Sonne, Regen, Hoch- und Tiefdruck, Stürme, Gewitter, Schnee, Hagel, Wolken, Kälte, Hitze, Dürren und den Wind. Wenn sich das Klima langfristig ändert, kann das spürbare Auswirkungen auf uns alle haben. Manche Leute fragen sich, warum sich das Klima so plötzlich ändert. Doch es ist keine plötzliche Veränderung. Ja, ganz so plötzlich ist das gar nicht. Es hat schon immer Klimaänderungen gegeben. Vor 65 Millionen Jahren sind die Dinosaurier durch eine weltweite Katastrophe, vermutlich durch zahlreiche Vulkanausbrüche oder einen Meteoriteneinschlag gestorben. Das Klima hat sich daher geändert und die Dinos konnten sich an die neuen Bedingungen nicht anpassen. Im Lauf der Geschichte gab es immer wieder Warm- und Kaltzeiten. Vor 10.000 Jahren endete in Europa die letzte Eiszeit. Riesige Gletscher bedeckten einen großen Teil des Kontinents. Menschen zogen mit dicken Fellen durch das Land, auf der Jagd nach wilden Tieren wie Mammuts und Höhlenbären. Nachts machten sie Feuer in Höhlen, um sich zu wärmen. Und das, obwohl es durchschnittlich nur 5 Grad kälter war als heute. Du siehst, Klima und Wetter sind was völlig anderes. Manche Leute fragen sich, warum das Klima auf der Welt manchmal kälter und manchmal wärmer ist. Das kann verschiedene Ursachen haben. Einerseits ist die Erdbahn nicht ganz stabil, sondern sie schwankt im Laufe der Jahrtausende leicht auf und ab, hin und her. Und die Erde kreist ja um die Sonne, in Form einer Ellipse oder fast wie ein Kreis. So verändert sich, wie stark die Sonne auf die Erde strahlt. Doch heute ist der Grund für die Erwärmung des Klimas ein anderer. Diesmal sind es wir Menschen. Wir stoßen bei vielem, was wir tun, sogenannte Treibhausgase aus. Vielleicht hast du schon einmal von CO2 gehört. Das ist eines dieser Treibhausgase. Wenn es in die Atmosphäre... In die Lufthülle der Erde. Genau, in die Lufthülle der Erde gelangt, verursacht es eine Erwärmung. Es kann gewissermaßen die Sonnenstrahlen, die auf die Erde treffen, festhalten. CO2 entsteht durch die Verbrennung von Kohle, Erdgas und Erdöl. Zum Beispiel beim Heizen, in der Industrie, durch Flugzeuge und Autos. In nur 150 Jahren haben wir die Erde merklich erwärmt. Und sie wird noch wärmer und wärmer, wenn wir nichts unternehmen. Das ist furchtbar. Und wir sollten uns fragen, ob wir auch wie die Dinosaurier aussterben müssen. Der Klimawandel ist tatsächlich ein sehr ernstes Problem. Welche Folgen er hat, findest du in unserem Klimaversum heraus. Auch du kannst etwas tun, um das Klima zu schützen. Erzähl möglichst vielen Leuten davon. Viel Spaß und bis bald. Tschüss. Servus. Baba. Macht's gut.